Kleine Planänderung. Ich bin jetzt nach Torgas hier reingekommen, wollte eigentlich in einen dieser beiden hier, Skoldushallen oder Frakturkammern. Und da habe ich gesehen, die Skoldushallen waren das, glaube ich, wo wir das erste Mal drin waren, sind nicht mehr da. Hier ist jetzt ein neues Portal. Dann werden wir das zuerst machen. So, Mordträger. Wir wählen Ebene 2. So, das ist natürlich nur für uns alleine. Annehmen. Ist ab Stufe 100, also Gegenstand Stufe 150. Hier können wir direkt das erste nehmen. Seele der Macht, der Schattenheilung zu spontan zaubern. Was eure Intelligenz wird für jeden unterschiedlichen Wortzauber, den ihr einsetzt, 5 Minuten lang um 5% erhöht. Das ist geil. Okay, wir müssen vor allem gucken, dass wir Seelen bekommen. Hier. Ich glaube, dass... Ja, hier. Seelenrückstände befreit. So, und hier muss ich da einfach hier rein, okay. Ich habe eben entzaubert, deswegen. Eure Schaden haben eine sehr hohe Chance und okay, das ist gut. Ja, mal gucken, wie lange das hier dauert. Okay, zack, 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 zack. Ja, ich sag mal, wir haben hier eigentlich keine Probleme. Ich weiß auch nicht, warum wir noch nicht höher einsteigen können. So, wupp, da raus. Das hier. Sünden der vielen. Das ist gut. Sünden der vielen. Haben wir Sünden der vielen? Ja, haben wir schon. Und was war das jetzt? So, könnt ihr ein anderes aus derselben Reihe wählen? Reue. Wenn ihr durch Sünde Heilung hervorruft, werden alle Ziele bei denen... Okay. Nö. Nö. Dann nehme ich lieber das hier. So. Nächste. Da ist die nächste Seele. Also es kann sein, dass ich offscreen dann nochmal in das andere Ding rein muss, weil wollt ihr mich hier verarschen? Wächst es jetzt die ganze Zeit? So, okay. Hallo? Ich glaube, das wächst die ganze Zeit jetzt hier auf der Plattform. Da ist nächste. Entrinnen? Warum entrinnt der? Eine Wolke umgibt euch und verhindert, dass Gegner von außerhalb Ziele innerhalb des Nebels anvisieren können und umgekehrt. Was ist Züchtigung? Züchtigung haben wir natürlich schon. Wenn ihr ein Ziel heilt, das über weniger, nein, nein,
Wir nehmen das hier. So, hier ist scheinbar keiner. Hier ist dann... Wow. Ist aber auch cool gemacht hier. So. Weg. Weg. So, jetzt einmal Flächenschaden. Okay. Nächste Seele. Also es kann halt sein, dass ich noch in... ein anderes Stockwerk muss, wenn hier nicht so viele kommen. Das Töten einer Schundratte gewährt euch das hier. Ach, ich habe eben schon gedacht, das wäre der Eingang wieder. Also wir haben jetzt 3 Seelenrückstände befreit. Ach ja, schick mich doch durch die Gegend, hä? Mein Freund. Warum kommen hier eigentlich nur aktive Wörter? Ach so. Habe ich noch andere Wörter? Machtwort. Ich muss mal kurz das überprüfen, wenn ich das jetzt mache. Nö, das zählt nicht. Doch, das zählt. Das zählt. Okay, jetzt habe ich es verstanden. So, die Absatzung, nein. Erhöht die Dauer von Läuterung des Bösen? Nein. Dann machen wir das hier. So. Das ist jetzt Stock 2 vom Mordregal. Das sieht jetzt wieder anders aus. Okay. Schlundratte. Komm. Aufmounten geht hier nicht. Schade. Schade. Ich muss zuerst etwas anvisieren. So, da ist das nächste. Das nächste Seelenrückstand. Ich kann nicht hören. Das mit dem... ja, ist natürlich blöd, wenn man kein Schattenwort Tod hat, ne? Weil Schattenwort Tod ist reiner... Nö. Aber Schattenwort Tod können wir ja gar nicht machen. Schattenwort Schmerz. Wo ist mein Schattenwort Tod? Da. Ich habe den noch gar nicht in die Leiste gezogen.
Was soll denn die Kacke hier? Ich hab Schattenbord-Tod gar nicht in der Leiste drin. Selbst eine Ernterin des Stolzes sollte hier nicht verkümmern. Rettet die Ventier vor diesem Schicksal. Wo? Okay. So, da ist die Wand hier. Okay, da müssen wir jetzt hier diese... Ich werde euch helfen. Ich danke euch, Schlundgänger. Ich suche mein Medaillon. Es ist irgendwo in der Nähe. Ich spüre es. Wow. Ach, der haut jetzt mit zu, das ist aber schön. So, bei denen da ist was versteckt. Erhöht die Vielseitigkeit, ist immer gut. So, nächster Seelenrückstand. Ich glaube, hier ist nichts drin. Ja, den Schattenbord-Tod, den hebe ich mir auf. Für den Endboss dann, so gesehen. So, da ist auch nichts drin. Hier war, glaube ich, noch eine Schlundratte. Gut, genau. Okay. Ich heil mich einmal kurz. Das wollte ich doch gar nicht. Ach, das sind ja wieder so Scheißflächen. Okay. Verblassen. Abklingzeit verringert. Ich brauche ein Ziel. So, der hier. Dann einmal das Ding hier drüben holen. Erhöht die Kraft eurer Sprünge deutlich. Erhaltet das Talent dominanter Geist. Dominanter Geist. Gedankenkontrolle, ne? Ich nehme das hier. Okay, so. Ich habe keine Ahnung, wo dem sein Amulett sein soll. Es wird hier auch nirgends angezeigt. Hm. Der kommt jetzt mit hier hoch, okay.
So, da oben, das ist wahrscheinlich noch nicht der absolute Endboss hier. Da drüben ist das Amulett. Du musst wahrscheinlich jetzt auch wieder etwas schneller sein. Weil hier nämlich gleich die schwarzen Flächen kommen. Ich muss zuerst etwas anvisieren. So, hier ist ein Amulett. Kriege ich jetzt auch was von dir, oder? Ach, okay. Oh. Ich hätte mal besser ein bisschen mehr aufgepasst, was hier jetzt gerade kommt. Weil er hat hier drüben nämlich einmal Anima fallen gelassen. Gewehrschattentor, wir nehmen das hier. Fantasiereich. Sammelt 2500 Phantasmen, okay. So. Ach, die wachsen nicht noch weiter. Okay. So, mein Freund. Du bist dran. Gut, schön aufgehoben. So, Absorption wird. Die Absorption von Machbar Chip wird um. Was? Ich will da nicht drinstehen. Ihr lasst Schlundratten beim Tod explodieren. Nimm mal das hier. Gut, dann gehen wir jetzt in den dritten Stock. Und da machen wir dann morgen weiter. Na komm. Dritter Stock. Gut, wir machen dann morgen hier weiter.